und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Geheimakte 2 oder auch Secret Files 2 genannt. Puritas Cordis. Ja, ich weiß, lange, lange habt ihr warten müssen, dass es hier endlich weitergeht. Und ich muss auch sagen, Schande über mein Haupt. Ich wollte es auch die ganze Zeit weiterspielen und irgendwann habe ich es dann ehrlich gesagt total vergessen. Und ja, es gab halt dann auch so viele neue Spiele, die dann rausgekommen sind. Dann habe ich es auch teilweise mal nach hinten verschoben. Und ich habe mir gedacht, jetzt haben wir schon eine Weile lang wieder kein Point and Click mehr gemacht. Also müssen wir auf jeden Fall Geheimakte 2 oder Secret Files 2 als nächstes starten. Es wird jetzt entweder parallel dazu oder nach diesem Let's Play wird es dann auch wieder ein Horror-Let's Play geben. Ich habe da auch schon was im Auge, aber das wird wohl sehr lange gehen, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe mich mal ein bisschen über die Länge informiert und deswegen habe ich gedacht, schiebe ich erstmal Secret Files 2 davor und dann, ja, dann, ich denke mal, danach werde ich dann das Horror-Let's Play starten oder vielleicht auch schon parallel dazu. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ist da jemand? Ich nehme an, Bruder Matthew wird uns gleich liebend gern verraten, wo sich das Pergament befindet. Sofort! Einige Stunden später. Zielperson Perry befindet sich im Gebäude. Starten Phase 2 und gehen rein. Ich komme mit diesem Pergament einfach nicht weiter. Aber nach dem wenigen, was ich bereits übersetzen konnte, hatte Bruder Matthew in seinem Brief vielleicht tatsächlich recht. Werter Bischof Perry, dieses Pergament fanden wir vor einigen Tagen bei Renovierungsarbeiten in der Krypta unserer alten Dorfkirche. Wenn man die Qualität und den Zustand des Papiers betrachtet, muss das Dokument mehrere Jahrhunderte alt sein. Der Grund, warum ich es euch schicke, ist aber ein anderer. Seit dem Fund sind hier merkwürdige Dinge passiert. Es wurde bereits zweimal eingebrochen und einer unserer Brüder ist spurlos verschwunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich etwas mit dem Pergament zu tun hat, da wir den Text bisher leider nicht entziffern konnten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir da auf eine ganz große Sache gestoßen sind und vielleicht auch auf eine ganz gefährliche. Setzt mich bitte in Kenntnis, sobald ihr Näheres über das Pergament oder dessen Inhalt herausgefunden habt. Hochachtungsvoll, Matthew Wakefield. Ein bisschen werde ich noch versuchen, dieses mysteriöse Pergament zu übersetzen.
Und morgen kann mir William Patterson hoffentlich weiterhelfen. Schließlich sind die Geheimschriften des Mittelalters ja sein Spezialgebiet. Keine Zeit, bin beschäftigt. Das Büro von Bischof Perry ist zurzeit nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Bischof Perry, hier spricht Superintendent Falk, Mordkommission Ashford. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es geht um den Mord an einem Priester, einem gewissen Matthew Wakefield. Wir haben seine Leiche vor einer Stunde gefunden. Zeugen haben von zwei Männern in schwarzen Kampfanzügen berichtet. Wakefield hat uns einige Tage vor seinem Tod eine Nachricht zukommen lassen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt, da er tot ist, bekommt diese Nachricht plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Eine sehr beunruhigende Bedeutung. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es könnte sein, dass Sie in großer Gefahr sind. Wir müssen... Die Leitung ist tot. Wakefield wurde ermordet? Aber das kann doch nicht. Sein Brief. Ich habe doch erst vor kurzem noch diesen Brief von ihm bekommen. Verdammtes Fenster! Rot 3, um Zielperson kümmern. Ich sichere die Ausgänge. Bestätigt, Rot 2. Zwei Männer in schwarzen Kampfanzügen. Die suchen mich. Ich muss hier raus. Und ich muss dieses Pergament in Sicherheit bringen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber anscheinend ist es so wichtig, dass Wakefield dafür sterben musste. Gott, steh mir bei. Aha, und das auf Zeit, oder was? Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Ah ja, doch, es wird angezeigt. Sehr schön. Hier werden die vorbestellten Bücher abgelegt. Laut der Liste hat sich William Patterson für geheimschriftliche Symbolik eintragen lassen. Ebenso wie Dr. Lucy Forrester. Vielleicht wäre es eine gute Idee, meinem Freund William Patterson das Pergament zukommen zu lassen. Ihm kann ich vertrauen. Und er ist ja schließlich auch Experte für solche Schriften. Kann man das mitnehmen? Nee, das ist der Schreibtisch jetzt. Es trägt den Titel Geheimschriftliche Symbolik. Nehmen wir mit. So, sehr schön. Da haben wir nur einen Schreibtisch, da haben wir ansonsten nichts anderes. Die Frage ist, können wir uns eigentlich so umsehen oder sollten wir uns ganz schnell auf dem Staub machen? Da bin ich mir jetzt nämlich nicht so sicher. Schriften und Bildschriften in den europäischen Religionen. Ich glaube, ich gehe mal raus. Bevor ich hier rausgehe, sollte ich mir erst einmal ein Versteck für das Pergament einfallen lassen, damit die Typen es nicht bei mir finden, falls sie mich erwischen sollten. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Können wir hier irgendwie eine Diele... Oh, Moment. Ah, haha, okay. Pergament, Brief, Buch. Doppelklick. Funktioniert aber nicht schneller. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Schreibtisch. Pergament. Im Schreibtisch wäre wahrscheinlich nicht so intelligent, oder? Bücherregal. Zwischen den Büchern wird es vermutlich keiner so schnell finden. Allerdings könnte der, der es schließlich findet, auch der Falsche sein. Ich sollte mir eine bessere Möglichkeit einfallen lassen. Ja, aber wo dann? Ich kann ja hier sonst gar nichts mehr anklicken. Hier können wir auch nicht rechts rein. Schreibtisch will er ja nicht. Irgendwie will er hier gar nichts. Probier es nochmal mit dem Schreibtisch, aber... Nee, das will er nicht. Wir kommen schon direkt am ersten Teil nicht weiter. Das ist ja super. Ist hier irgendwas Kleines, was ich übersehen habe? Also ich hätte jetzt gedacht, der macht das irgendwo unter eine Bodendiele oder sowas. Ne? Das wäre so dieses typische Versteck eigentlich. Aber das will er anscheinend ja auch nicht. Bücherregal, das ist alles Bücherregal, Schreibtisch. Da steht nur Perry. Stehe ich da jetzt eventuell direkt vor? Das wäre natürlich dann doof. Mal gucken wir jetzt nochmal eben. Nee, aber hier kann ich trotzdem nichts machen.
gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwas. Irgendwas geben, wo ich das reinstecken kann. Oder geht der doch noch nach rechts rüber? Junge, guck mal. Muss ich vielleicht hier dich weiter nach rechts bringen, damit du da rausgehst? Die Tür ist verschlossen. Und da kann ich auch auf keinen Fall raus, wenn ich den Typen in den Kampfanzügen nicht in die Arme laufen will. Ja, dann würde ich dir empfehlen, hier mal rauszugehen. Aber da gehst du ja nicht raus. Oh. Aber ich bin gerade aus dem Spiel rausgetippt. Verdammt! Zwei Männer in schwarzen Kampfanzügen. Die suchen mich. Ich muss hier raus. Und ich muss dieses Pergament in Sicherheit bringen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber anscheinend ist es so wichtig, dass Wakefield dafür sterben musste. Gott, steh mir bei. Ja, und ich bin nicht nur aus Versehen aus dem Spiel rausgetippt, sondern das ganze Spiel ist danach plötzlich weg gewesen. Also, ja. Wir nehmen jetzt einfach das Buch nochmal, was wir eben genommen haben. So. Bücherregal angeschaut, hatten wir uns ja Schriften eben schon. Und Bildschrift. Das brauchen wir dann ja nicht nochmal. Das mit dem Pergament ist so eine Sache. Also ich finde ja hier nichts, wo ich das reintun könnte. Vor allen Dingen verstehe ich auch nicht, warum, wenn ich aus Versehen aus dem Spiel raustappe, das Spiel sich auf einmal aufhängt. Was ist denn das hier? Das sieht so ein bisschen aus, als ob hier ein Buch fehlt. Ne, bei den anderen... Nee, bei den anderen Sachen ist das so nicht. Haben wir hier ein passendes Buch? Das ist vielleicht. Keine Ahnung, für wen das Buch bestimmt ist. Von daher lasse ich das besser erstmal bleiben. Okay. Es trägt den Titel Geheimschriftliche Symbolik. Ja, ja, aber wir wissen doch... Oder können wir eventuell... Keine Ahnung, für wen das Buch bestimmt ist. Können wir nicht? Der Brief von Vikar Matthew Wakefield. Werter Bischof Perry, dieses der Grund, warum ich es... Ich bin mir nicht setzt... Ja, ja, das ist ja das, was wir schon hatten. Okay. Schlüsselbund. Oder muss ich eventuell das Keine Ahnung. Damit? Kann ich ja nur mit der linken, oder? Nee, wenn ich rechts mache, Keine dann nimmt Ahnung, er das für wieder... Wen das Buch ja, ja, ist ja gut. Es dann guck es dir doch Titel. Mal an. Auch nicht? Das sieht was aber so toll bringen? Aus. Ja, was soll das wo bringen? Ich will das da verstecken. Aber irgendwie Zähne untersuchen. Ach, dann gab es sowas hier auch. Ah, okay. Tagebuch, gucken wir uns auch mal kurz an. Ein Mord und kein Motiv. Das war hier der erste. Rätselhilfe, wenn während des Spiels oben rechts das Symbol für die Rätselhilfe eingeblendet wurde, finden Sie eine kleine Hilfestellung. Okay, hier gehe ich raus, ne? Machen wir erstmal die Tür auf vielleicht? Die Tür ist nicht verschlossen. Okay. Und da das der einzige Fluchtweg ist, sollte das auch so bleiben. Ja, ja, okay. Aber irgendwie denke ich mir mal, dass wir... Aber wie... Oder überhaupt. Schriften und Bildschriften in den europäischen Religionen. Hier werden die vorbestellten Bücher abgelegt. Laut der Liste hat sich William Patterson für geheimschriftliche Symbolik eintragen lassen. Ebenso wie Dr. Lucy Forrester. Vielleicht wäre es eine gute Idee, meinem Freund William Patterson das Pergament zukommen zu lassen. Ihm kann ich vertrauen. Und er ist ja schließlich auch Experte für solche Schriften. Gute Idee. Jetzt muss mir aber noch was einfallen, damit das Buch diesen Typen nicht in die Hände fällt. Aha. Also meine Idee war schon richtig. Denke ich. Ja, ja, ja. Perfekte Tarnung. Hier werden es diese Typen wohl nicht so schnell finden. Jetzt aber nichts wie raus hier. Ja, dann los.
Ich muss jetzt unbedingt noch dafür sorgen, dass William Patterson das Buch morgen vor Dr. Forrester in die Hände bekommt. Beide haben sich für das von mir versteckte Buch eingeschrieben. Und die Gefahr ist groß, dass Dr. Forrester das Buch vor William Patterson in die Hände bekommt. Okay. Fenster kann ich benutzen. Tür. Noch eine Tür. Erstmal gucken. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da hinten am Tor ein schwaches Licht. Ob ich hier jemals lebend rauskommen werde? Muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich eine der Türen nehme? Weil ich denke mal, Fenster ist richtig. Unsere Sekretärin hat abgeschlossen. Pflichtbewusst wie immer. Okay, ich denke mal, den Schlüssel haben wir aber, ne? So, jetzt ist die Tür offen. Gut. Personalakten. Schlecht. Vorlesungsplan? Wo sind wir hier überhaupt? In der Kirche? Der, ne? Vorlesungsplan für diese Woche. Vielleicht könnte ich mit Hilfe dieses Plans dafür sorgen, dass William Patterson morgen früh das Buch auch wirklich vor Dr. Forrester bekommt. Patterson, Dr. Forrester. Ja, aber der ist ja oben. Das ist aber doch richtig. Oder ich muss den auf Samstag schieben? Kann ich das auch? Nee. Ich kann ihn nur höher schieben. Ich kann ihn nicht... Hat er jetzt gesagt... Moment. Der werte Bischof Perry. Nein. Und ich bin setzt... Ja, es war der Falsche. Ich weiß. Was hat er jetzt gesagt? Ich glaube nicht, dass das mein Problem gelöst hat. Ich werde die Änderungen mal wieder rückgängig machen. Ich habe ja gar keine gemacht. Ich wollte nur die Namen nochmal hören. Der Vorlesungsplan für diese Woche. Vielleicht könnte ich mit Hilfe dieses Plans dafür sorgen, dass William Patterson morgen früh das Buch auch wirklich vor Dr. Forrester bekommt. Ja, aber wenn er als Erster hier drin ist, heißt das für mich normalerweise, dass er... Nun hätte Patterson schon mal Zeit, sich das Buch gleich am Morgen zu besorgen. Nur Dr. Forrester stellt jetzt noch ein Problem dar. So, jetzt ist sichergestellt, dass Dr. Forrester mit ihrer vorgezogenen Vorlesung beschäftigt sein wird. Mein Freund Patterson hingegen wird morgen früh keine Vorlesung mehr haben und sich dann hoffentlich auch gleich um sein vorgemerktes Buch kümmern. Perfekt. Jetzt aber nichts wie raus hier. Am besten gehe ich gleich zur Polizei. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.